Im Sommer 1968 beschlossen die Ministerpräsidenten der deutschen Länder, die Ausbildung der Ingenieure in der Bundesrepublik einheitlich zu regeln. Die staatlichen Ingenieurschulen werden als Fachhochschulen in den Hochschulbereich einbezogen. Eine dieser Schulen befindet sich in Hagen. Hagen, die Industriestadt zwischen Ruhrgebiet und dem märkischen Sauerland. Hier befindet sich eine der ältesten technischen Bildungsstätten. Aus ihr sind Tausende von Ingenieuren hervorgegangen. Ein Außenstehender wird von dem erheblichen Aufwand überrascht sein, der für die heutige Ingenieurausbildung notwendig ist. In diesem 1963 bezogenen Gebäude erfolgt eine zeitgemäße Ingenieurausbildung, die den Anforderungen der modernen Technik entspricht. Im großen Experimentiersaal haben sich die Studienanfänger versammelt. Sie werden vom ersten AStA-Vorsitzenden in die studentische Gemeinschaft aufgenommen. Der Direktor der Schule, Professor Dr. Hübner, macht sie mit dem nicht einfachen Studiengang bekannt. Die Neuen sind in eine Ingenieurschule von reicher Tradition gekommen. Die Geschichte dieser Lehranstalt zeigt zugleich die Entwicklung des höheren technischen Bildungswesens. Hagen war vor 150 Jahren Wegbereiter des rheinisch-westfälischen Industriebezirks und bot damit besondere Voraussetzungen zur Errichtung einer technischen Lehranstalt. Hier, im damals gewerbereichsten Raum, wirkten Pioniere des technischen Fortschritts wie Friedrich Harcourt, der in Wetter eine Maschinenfabrik unterhielt. Da zu jener Zeit Techniker vielfach aus England geholt werden mussten, forderte 1820 der preußische Staatsrat Wilhelm Beuth, in Hagen eine Gewerbeschule zu errichten. Im Dezember 1824 wurde der Unterricht im städtischen Schulgebäude an der Springe aufgenommen. ...1832 wurden der Provinzialgewerbeschule im alten Rathaus Unterrichtsräume zur Verfügung gestellt. Im Archiv sind, trotz der fast restlosen Zerstörung der Anstalt im Zweiten Weltkrieg, noch historische Dokumente aus ihrer bald 150-jährigen Geschichte erhalten. Eine Schülerzeichnung aus dem Jahre 1828 ist das älteste Original. Diese Windmühle wurde übrigens von Grote gezeichnet. Grote war 1839 bis 1850 der erste technische Direktor der Hagener Gewerbeschule. Im Jahre seiner Abberufung erschien auch sein Buch über Experimentalphysik. Auch Franz Grassow, der sich in Industrie und Wissenschaft einen anerkannten Namen erwarb, studierte 1843 in Hagen. Er war Mitbegründer des Vereins Deutscher Ingenieure, war Professor an der TH Karlsruhe und gehörte zu den Pionieren des wissenschaftlichen Maschinenbaus. Auch der Begründer des Ländebezirksvereins im VDI, Heinrich Thomae, studierte in Hagen. Alte Schülerzeichnungen, die teilweise älter als 100 Jahre sind, lassen den Unterschied zu heutigen technischen Zeichnungen sehr deutlich werden. Die Darstellungen sind fotografisch genau und farbig auf Karton angelegt. Sie geben ein Bild von den Anfängen der industriellen Entwicklung. Während heutige Darstellungsmethoden an exakte DIN-Vorschriften gebunden sind, hatte der Konstrukteur vor der Jahrhundertwende noch einen Spielraum zur künstlerischen Entfaltung hinsichtlich Zeichentechnik und Schrift. Die Lokomotive Gevelsberg von Borsig war eine der ersten Lokomotiven, die im Hagener Raum fuhr. So
So wie die alten Zeichnungen sind auch gut geführte Kollekhefte erhalten. Rund 100 technisch-wissenschaftliche Bücher von historischem Wert sind im Archiv vorhanden. Das älteste Werk, eine lateinische Ausgabe des berühmten griechischen Mathematikers Diophantos, stammt aus dem Jahre 1575. Noch heute ist in Hagen der Name von Professor Gustav Holzmüller bekannt. Er wurde 1874 zum Direktor der Schule berufen, die er bis 1896 leitete und der er zu weiterem Aufschwung verhalf. Die Maschinenbauschule entwickelte sich, nach des Kaisers eigenen Worten, als seine beste. Die Schüler kamen aus weiter Ferne. Selbst in den Vereinigten Staaten fand die Hagener Schule Anerkennung, wie es das Diplom von der Weltausstellung in Chicago 1893 zeigt. Die Räume im alten Rathaus reichten schon lange nicht mehr, als endlich 1894 das Gebäude am Volmeufer für die Königliche Maschinenbauschule bezogen werden konnte. Der Erste Weltkrieg brachte unersetzbare Verluste. Allein über 50 Namen stehen auf dieser Ehrentafel. Direktor Masko, der bis 1932 amtierte, führte die Schule umsichtig durch alle Wirren der Kriegs- und Nachkriegszeit. Zur 100-Jahr-Feier am 1. Dezember 1924 wurde auf der Hohen Sieburg der Verein der Freunde der Höheren Maschinenbauschule gegründet. Das Nachrichtenblatt erschien 1926 zum ersten Mal. Nach Erweiterung der Laboratorien wurde 1929 eine besondere Abteilung für Elektrotechnik eingerichtet. 1931 erfolgte wieder eine Änderung des Namens in Höhere Technische Staatslehranstalt. Seit 1938 wurde sie dann Staatliche Ingenieurschule für Maschinenwesen genannt. Am Ende des Zweiten Weltkrieges lag die Anstalt fast vollständig in Schutt und Trümmern. Mit Studienanwärtern begann man den Wiederaufbau. Aus dem Gebäudeschutt mussten Ziegelsteine und Eisenträger geborgen werden, um sie nach Bearbeitung wieder zum Aufbau zu verwenden. Aus Holz und Stahl wurden mit selbstgebauten Bearbeitungsmaschinen Dachkonstruktionen, Fenster, Türen und Schulmöbel aller Art von den Studierenden und Dozenten gefertigt. Diese einmalige Selbsthilfe unter Leitung von Baudirektor Heuer ermöglichte bereits 1946 eine provisorische Wiederaufnahme des Lehrbetriebes. Nach fünfjähriger Aufbauarbeit konnte man bei der 125-Jahr-Feier mit berechtigtem Stolz auf das schwierige Werk der Aufbauleistung sehen. Das Gebäude zwischen Grashof, Grote und Holzmüllerstraße, Namen, die an die reiche Tradition der Anstalt erinnern, war bald zu klein. So begann man 1958 unter Leitung des damaligen Baudirektors Dr. Lindner mit einem Neubau an der Haldener Straße. Nach fünfjähriger Bauzeit konnten diese großzügigen Gebäude der Ingenieurausbildung übergeben werden. Seit 1963 leitet Professor Dr. Hübner die Hagener Ingenieurschule. Vorher wirkte Professor Dr. Hübner als ständiger Vertreter des Direktors an der Staatlichen Ingenieurschule für Maschinenwesen in Aachen. Darüber hinaus habilitierte er sich 1956 an der Rheinisch-Westfälischen Hochschule und gehört seitdem auch dem Lehrkörper der TH Aachen an. Dozentenkonferenz.
Regelmäßig zu Anfang, Mitte und Ende des Semesters kommen die Dozenten im Konferenzzimmer zusammen. Es werden mit dem Lehrbetrieb zusammenhängende Fragen erörtert und geklärt. Für die Studenten fallen hier auch die wichtigen Entscheidungen über die Zulassung zum nächsthöheren Semester. An der Hagener Ingenieurschule sind drei Fachrichtungen vorhanden: Konstruktionstechnik, Fertigungstechnik und Elektrotechnik. Umfassende und gut fundierte Kenntnisse in den Grundlagenfächern werden von dem zukünftigen Ingenieur gefordert. Einen kleinen Einblick in den nach modernen Gesichtspunkten gestalteten Unterricht zeigt diese Vorlesung der ersten Semester im Physikhörsaal. Parallelsemester der verschiedenen Fachrichtungen werden zur Vorlesung zum Beispiel von Mathematik, Elektrotechnik, Wärmelehre, Regelungstechnik oder wie hier in Physik zusammengefasst. Der behandelte Stoff wird später im Seminar in kleinerem Kreise durch Diskussion und Anwendung mit demonstrativen Beispielen erarbeitet. Sehen wir von den Van der Waals-Kräften ab, deren Wirkung wir bereits untersucht haben, so gilt Pi mal V minus B gleich M. Wichtig für das Studium ist aber, dass die Kenntnisse durch Selbststudium zu Hause weiter vertieft werden. Mal V minus B gleich M mal R mal T. Beziehungsweise nach Ausmultiplikation. Beim Vor- und Hauptexamen nach dem dritten bzw. sechsten Semester sowie bei den Klausuren muss dann das Wissen unter Beweis gestellt werden. B mal V gleich M mal R mal T. Plus P mal B. In den Physiklaboratorien hat der Studierende außerdem Gelegenheit, durch eigene Experimente und Messungen die Verbindung zwischen Theorie und Praxis zu finden, was der Sinn aller Laborversuche ist. Im Laboratorium für Werkstoffprüfung werden durch den Zugversuch die mechanischen Eigenschaften, zum Beispiel von Stahl, ermittelt. Festigkeitswerte und Verformungskenndaten werden aufgezeichnet und zu Hause in Form eines Laborberichtes ausgearbeitet. Den Studenten werden die metallurgischen Eigenschaften durch diese Versuche nahegebracht. In der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung können mit dem Ultraschallgerät innere Materialfehler wie Lunker, Doppelungen und Risse sichtbar gemacht werden. Der Kerbschlagversuch zählt zu den dynamischen Prüfverfahren. Eine genormte Probe wird von einem Pendelhammer durchschlagen. Die verbrauchte Schlagarbeit ist ein Maß für die Zähigkeit bzw. Sprödigkeit des Werkstoffes. Im Hydrauliklabor hat der Ingenieurstudent die Möglichkeit, hydraulische Versuche und Entwürfe auszuarbeiten und mithilfe von elektronischen Labormessgeräten zu entwickeln. Dieser Entwurf für das Hauptexamen ist ein hydrostatisches Getriebe mit Leistungsverzweigung, dessen Erstellung aus Pumpen und Motoreinheiten erfolgt. Die Kennwerte werden am Energiestand ermittelt. Ein Impulsaufnehmer führt zum Zähler und zur Digitalanzeige. Der Gedanke,
Flüssigkeiten und Gase als Energieträger zu benutzen, ist schon sehr alt. Aber erst in jüngster Zeit gelangt der Ölhydraulik und Pneumatik der Durchbruch zu einer technischen Vollkommenheit. Der Allgemeine Studentenausschuss gehört zu den Bestandteilen des studentischen Lebens. Der AStA-Vorstand und die Referenten stehen den Studierenden bei allen Problemen des studentischen Alltags mit Rat und Tat zur Seite. Die Studentenvertreter sind den Kommilitonen auch in sozialen Fragen, besonders bei der Studienförderung, behilflich. Die organisatorische Fähigkeit, die durch die Arbeit im AStA geprägt wird, kann später im Beruf sehr nützlich sein. Natürlich werden vom Studentenausschuss auch die ausländischen Kommilitonen betreut. Das Lehrmittelreferat des AStA-Büros sorgt für preisgünstige Artikel, die zum Studieren notwendig sind. In der Studentenbücherei ist besondere, für das Studium wichtige technische Fachliteratur vorhanden. Auch sportliche Interessen werden von der Hagener Studentenschaft mit Erfolg wahrgenommen. Als eine der wenigen Ingenieurschulen hat Hagen eine Segelfluggruppe. Sie ist dem Luftsportverein Verdol angeschlossen. Die Gruppe besitzt ein Schulflugzeug sowie ein Hochleistungssegelflugzeug modernster Bauart. Darüber hinaus stehen auch sämtliche Flugzeuge des Luftsportvereins Verdol zur Verfügung. Der Sportflugplatz Küntrop bietet gute Flugbedingungen. So ist es ohne weiteres möglich, während der Studienzeit vom Anfänger bis zum Leistungssegelflieger aufzusteigen. Zum studentischen Leben gehören auch die farbentragenden Kooperationen. In dieser Gemeinschaft findet der Studierende geselligen Anschluss. Hier kann er einmal in der Woche die Sorgen des harten Studienbetriebes vergessen. Die Verbindungen vermitteln sicheres gesellschaftliches Auftreten. Der Kooperierte übt sich nicht nur in der Kunst der freien Rede, sondern er wird auch mit beruflichen Problemen durch die älteren Semester vertraut gemacht. Abgesehen davon, dass Kontakte im Beruf wichtig sind, ergänzen allgemeine Vorträge das Studium. Besonders in den oberen Semestern werden die Vorlesungen regelmäßig durch interessante Laborversuche ergänzt. Zu den populärsten technischen Erzeugnissen kann man wohl das Automobil zählen. In der rund 3000 Quadratmeter großen Maschinenhalle befindet sich neben Motoren- und Turbinenprüfständen auch dieser Pkw-Rollenprüfstand. Da der zukünftige Ingenieur auch über Verbrennungsmotoren und Fahrzeugkonstruktionen Bescheid wissen muss, werden an diesem Prüfstand entsprechende Versuche durchgeführt. Der Oszillograph macht den Verlauf der Zündfunken sichtbar. Mit einer Wasserbremse zur Leistungsmessung
elektronischen Testgeräten für Zündung und Kohlenoxidanteil der Abgase können sämtliche Werte für die Ausarbeitung ermittelt werden. Die Daten geben Aufschluss über die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten oder Fehler des Motors. In der Maschinenhalle, wo sämtliche Werkzeugmaschinen vorhanden sind, werden an dieser Radialbohrmaschine mit Hilfe von Dehnungsmessstreifen und elektronischen Messverstärkern Schnittdruckmessungen durchgeführt. Zahnräder werden vielfach im Wälzfräsverfahren hergestellt. Um das Abwälzen zu verdeutlichen, wird dieser Versuch gemacht. Unter Anleitung des Dozenten wird hier in einem der 12 Zeichensäle das praktische Konstruieren geübt. Bis zum Vorexamen, am Ende des dritten Semesters, werden elementare Beispiele nach den Gesetzen der Mechanik durchgerechnet und konstruktiv gestaltet. Bei den höheren Semestern werden selbstständige ingenieurmäßige Arbeiten an größeren Entwürfen durchgeführt. In der vorlesungsfreien Zeit kann der Ingenieurstudent hier seine Arbeiten für das Hauptexamen anfertigen. Radioaktive Stoffe werden im Isotopenlabor untersucht. Die Strahlung radioaktiver Isotope ist dem Menschen sehr schädlich. Deshalb werden diese Präparate mit Ferngreifern manipuliert. Die Abschirmung erfolgt mit strahlenabsorbierendem Blei und Bleiglas. Im chemischen Laboratorium hat der Ingenieurstudent vom dritten Semester an Gelegenheit, sich mit chemischen Arbeitsmethoden auseinanderzusetzen. Neben quantitativen analytischen Bestimmungen wie die elektrolytische Kupfereliminierung wird Arbeitstechnik im Chemielabor geübt. Zu den bekanntesten Versuchen gehört die Destillation. Sie wird in der Petrochemie auf breitester Ebene industriell angewandt. Durch die moderne Kunststoffchemie erhält dieses Fach aktuelle Bedeutung. Natürlich gehört auch die Herstellung von Verbindungen und der qualitative sowie der quantitative Nachweis der Verbindungselemente zum Versuchsprogramm. Durch Farbumschläge werden die charakteristischen Merkmale der Substanzen erkennbar. Alljährlich findet in den Räumen des Parkhauses das traditionelle Winterfest statt. Hauptveranstalter ist hierbei der Verein der Freunde. Nach der offiziellen Begrüßung durch den AStA-Vorsitzenden und den Vertreter des Vereins der Freunde sowie den Direktor folgt ein buntes Programm. Dozenten, Studenten und die Ehemaligen haben nun Gelegenheit, die Sorgen des Alltags zu vergessen und Erinnerungen auszutauschen. Für die Studierenden der oberen Semester werden im Elektromaschinenlabor Messungen an Generatoren, Motoren, Transformatoren und Umformersätzen durchgeführt. Um die Versuche nach modernen Gesichtspunkten gestalten zu können,
besitzt dieses Labor eine umfangreiche Schalttafel, von der alle nötigen Spannungen, zum Teil fernsteuerbar, entnommen werden können. Außerdem lässt sich ein Teil der Maschinensätze direkt von der Schalltafel betreiben, während der andere Teil der Maschinen erst durch einen Versuchsaufbau betrieben werden kann. Naturgemäß erfordert dies einen komplizierten elektrischen Aufbau der Verdrahtungen und Anlagen. Eine Maschinenuntersuchung verläuft in diesem Labor folgendermaßen. Jede Gruppe baut zuerst den Versuch, das heißt Verdrahtung, Wahl der Instrumente und so weiter, nach gegebener Aufgabenstellung selbst auf. Danach wird die Schaltung von den aufsichtsführenden Dozenten oder Assistenten abgenommen. Eventuelle Schaltungsfehler werden beseitigt und der Versuch wird zur Durchführung freigegeben. Während des Versuchsablaufs werden alle Messwerte von den Studenten notiert bzw. von schreibenden elektrischen Messinstrumenten in Form von Diagrammen aufgezeichnet. Nach Ablauf der Versuche findet eine Besprechung statt, in der die gefundenen Werte und Diagramme diskutiert werden. Im Hochfrequenzlaboratorium werden Messversuche bis in den Gigahertz-Bereich durchgeführt. Um den kommerziellen Funk nicht zu stören, stehen die Geräte in einem faradäischen Käfig. Dieser K-Simulator dient zur Prüfung von Digitalrechnern und deren Teilanalysen. Die Prüfprogramme werden im Schalterfeld gespeichert. Der K-Simulator besteht aus Flachbaugruppen, die steckbar sind. Dieser Messplatz dient zur Kontrolle der Frequenzen. Mit den hochwertigen Oszillographen können unter anderem Raumlinienfelder sichtbar gemacht werden. Der gezeigte Einblick in die Ausbildung der Studenten beweist, dass sich die Hagener Ingenieurschule dem raschen Fortschritt der Technik auch auf dem Gebiet der Elektronik laufend anpasst. Das Studium ist beendet. Ihnen mitteilen zu können, dass Sie alle, die Sie hier im Raum versammelt sind, die Ingenieurprüfung bestanden haben. Die Kommilitonen haben sich nach bestandenem Examen vor dem staatlichen Prüfungsausschuss eingefunden. Und der Herren Dozenten der Ingenieurschule aussprechen. Sie haben in der zurückliegenden Zeit bewiesen, dass Sie ernsthaft und intensiv zu arbeiten verstehen. Denn sonst hätten Sie diesen Erfolg, der Ihnen heute beschert ist, nicht erringen können. Wir wünschen sehr, dass Sie gut vorankommen. Und der Direktor überreicht die Ingenieurzeugnisse und Graduierungsurkunden. Dies ist der Augenblick, auf den alle so sehr gewartet haben. Vergessen ist die Mühe des Studiums und die Ungewissheit vor dem Examen. Die Jungingenieure werden mit den besten Wünschen verabschiedet. Zeugnisse und Urkunden sind die verdiente Anerkennung für Leistung, Wissen und Ausdauer. In der Industrie warten nun vielseitige Aufgaben. Mit berechtigtem Stolz können diese Ingenieure durch das an der Hagener Ingenieurschule vermittelte Wissen in ihre Zukunft blicken. Nach der Ingenieurverabschiedung zerstreuen sie sich in alle Winde, um in nah und fern, im In- und auch Ausland an der Entwicklung und Förderung von Technik und Wohlstand mitzuwirken. Als Ehemalige bleiben sie aber über den Verein der Freunde mit ihrer Lehrstätte verbunden, der Hagener Ingenieurschule.